Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge und nicht so fit aussehe. Das liegt daran, dass ich erkältet bin. Nichtsdestotrotz wollte ich diese Woche noch ein Video für euch hochladen. Und zwar soll das heute ein erster Eindruck sein von der DM Eigenmarke Trended Up. Ich habe von denen noch gar nichts ausprobiert und war vorgestern dann mal im DM und habe mir ein paar Sachen ausgesucht, die mich interessiert haben und die ich jetzt live mit euch zum ersten Mal ausprobieren wollte. Meine Base habe ich schon drauf, da hat mir von Trended Up so richtig nichts zugesagt, weil auch die Farbauswahl relativ klein war. Aber dann habe ich noch ein Blush gefunden, das mir gefallen hat. Und zwar ist das das Powder Blush in der Farbe 050. Das ist so ein Altrosa, würde ich sagen. Und matt ist das. Die Farbauswahl fand ich ganz gut. Ja, es lässt sich sehr gut auftragen. Oh, es ist sehr pigmentiert, wie ich sehe. Scheint sich gut verblenden zu lassen. Ja, die Pigmentierung ist auf jeden Fall sehr stark, wie man sehen kann, denke ich. Die Farbe gefällt mir gut, also passt ganz gut zu meinem Typen, zu meinem Farbtypen, finde ich. Ja, und auf jeden Fall sehr intensiv, wie man sehen kann. Gefällt mir bisher sehr gut. Ich verblende mal noch ein bisschen mit meinem Puderpinsel, weil das jetzt echt intensiv aussieht. Aber ich finde, in der Kamera sieht es echt intensiver aus als jetzt so in der Realität. Aber gefällt mir trotzdem wirklich gut. Vor allem auch die Farbe. Also ich habe, glaube ich, noch nicht sowas in dieser altrosa Richtung. Das Powder Blush kostet 2,95 €. Und machen wir mal weiter. Dann habe ich als nächstes diesen Elastic Eyeshadow. Und als ich den geöffnet habe, ist er mir... Also ich dachte halt, es wäre so ein gepresstes Pigment oder so. Das ist halt ganz normal, dass man das wie so einen Lidschatten halten kann. Ich habe den umgedreht und er hat sich komplett über meinen Schlafzimmerboden ausgeleert sozusagen. Also es war gar nichts mehr drin, es ist komplett alles rausgefallen. Und ich habe jetzt versucht, ein bisschen wieder zurück in dieses kleine Töpfchen zu bekommen. Es ist jetzt quasi wie so ein loses Pigment hier drin. Ich habe so ein bisschen mit dem Finger festgedrückt. Und ich benutze jetzt so einen abgeflachten Lidschattenpinsel, um dieses lose Pigment aufzunehmen. Diese Elastic Eyeshadows, das sah aus wie so gepresste Pigmente und die kosten 3,45 €, also auf der etwas teureren Seite von Trended Up. Und ich benutze jetzt mal keine Base, einfach um zu sehen, wie die Farbabgabe ist und wie lange das auch ohne Base hält. Also ich habe mir die Farbabgabe doch deutlich intensiver vorgestellt. Und es ist auch nicht so metallisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Also als ich das so vom Boden aufgelesen habe, da sah es an meinen Fingern doch sehr viel metallischer aus, als jetzt hier so auf meinem Augenlid. Also bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Aber es lässt sich gut auftragen. Das ist jetzt nicht mega schwierig in der Handhabung. Ich verblende es jetzt einfach mal mit so einem fluffigen Pinsel. Verblenden lässt es sich gut. Ja, es ist ganz hübsch, aber ich habe mir da echt mehr erwartet. Jetzt trage ich meine Mascara auf. Da wollte ich von Trended Up keine mitnehmen, weil ich finde, zum ersten Eindruck eignen sich Mascaras nicht wirklich gut, weil die im ersten Eindruck immer eher schlecht sind. Die brauchen, also bei mir jedenfalls, eine ganze Weile, bis die gut werden. Es gehört jetzt nicht zu DM Trended Up, aber ich habe auch noch von L'Oreal diesen Perfect Match Highlighter in der Farbe 202N Rosy Glow mitgenommen. Und ich habe den schon mal ausprobiert. Aber ich war ein kleines bisschen enttäuscht, also da hätte ich mir halt auch so ein bisschen mehr Glow erhofft. Also es ist ganz gut für Drogerie, aber es ist noch nicht so perfekt. Aber naja, ich schreibe heute noch, also
ist wahrscheinlich schon online eine Review auf meinem Blog zu diesem Highlighter. Und da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr da meine Meinung hören wollt. Und dann bei Trend It Up gibt es ja wirklich sehr viele Lippenprodukte. Und da ist es mir relativ schwer gefallen, mich zu entscheiden, weil alles eigentlich ganz interessant aussah. Da habe ich mich zum einen für diesen High Shine Lipstick in der Farbe 240 entschieden. Das ist so ein peachiger Ton. Und den werde ich jetzt mal zuerst auftragen, weil ich bei dem eigentlich nicht wissen will, wie lange der hält, weil solche Glanzlippenstifte eigentlich nie besonders lange halten und es sollen sie meiner Meinung nach auch nicht. Ich wollte jetzt einfach mal so die Farbe und den Auftrag mit euch ausprobieren. Der ist sehr cremig. Gleitet schön über die Lippen. Die Farbe ist sehr viel greller, als ich mir jetzt so hier in der Verpackung vorgestellt hätte. Aber fühlt sich sehr gut an. Ja, gefällt mir sehr gut. Es ist auch so ein schöner Glanz, nicht zu stark glänzend wie so ein Gloss, aber sehr angenehm auf den Lippen, sehr pflegend und lässt sich sehr gut auftragen. Bisher mein Favorit. Und dann habe ich mir noch eine Ultra Matte Lip Cream ausgesucht und zwar in der Farbe 065. Ist von der Farbe her echt sehr ähnlich zu dem Lippenstift, den ich gerade aufgetragen habe. Zu den Preisen mal noch. Diese High Shine Lipstick kostet 2,25 Euro und die Ultra Matte Lip Cream kostet 3,75 Euro. Ja, also der Applikator sieht gut aus, die Verpackung gefällt mir auch ganz gut. Ich trage es jetzt einfach mal auf. Konsistenz ist sehr mousig. Hier steht auch drauf, dass Kakaobutter mit enthalten ist. Also es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen pflegend an. Auch sehr cremig. Ist auf jeden Fall schon auch am ersten, ohne dass es jetzt trocknet, ist es schon sehr matt. Die Farbe gefällt mir auch ganz gut, also passt, denke ich, auch gut in mein Beuteschema. Ja, und mal sehen, wie lange die so hält. Also erster Eindruck ist wirklich sehr gut. Ich hoffe, die krümelt dann nicht so oder trocknet irgendwie die Lippen aus. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Deshalb werde ich mich in ein paar Stunden nochmal zurückmelden, wie ich denn die ganzen Sachen so finde, wie der Blush hält, der Lidschatten und diese Ultra Matte Lip Cream. Es ist heute auch wieder ein sehr warmer Tag, also werden wir wirklich sehen, wie gut die Sachen sind. Und dann sehen wir uns in ein paar Stunden. So ihr Lieben, verzeiht mir, dass ich schon im Bett liege, aber ich bin echt kaputt. Ich wollte euch noch ein Update geben, wie sich die Sachen jetzt so gehalten haben. Mit dem Blush bin ich eigentlich echt zufrieden. Also das hat ganz gut gehalten. Das ist jetzt circa 5 Stunden später, würde ich sagen, seit ich es aufgetragen habe. Und man kann durchaus noch was von der Farbe erkennen. Also das Blush bekommt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja, wie ihr seht, ist von dem Lippenprodukt nicht mehr wirklich was übrig. Also Essen hat es leider nicht ausgehalten. Aber es hat sich gut abgetragen. Es war im Grunde eigentlich wie ein normaler Lippenstift. Also es war jetzt nicht so, dass es langanhaltend ist. Es war, hat sich genauso abgetragen, wie sich ein normaler Lippenstift abträgt. Und ja, es war halt nur eher so eine mousige Konsistenz und sah eben matt aus. Aber ansonsten finde ich das ganz cool. Ich mag das eigentlich lieber, als wenn das dann so trocken und langanhaltend ist, aber dann irgendwie so abbröselt. Deshalb bekommt auch diese Ultra Matte Lip Cream einen Daumen nach oben von mir. Der Lidschatten hat auch erstaunlich gut gehalten. Also ich weiß nicht, ob ihr da noch was erkennen könnt, aber es ist auf jeden Fall noch fast genauso viel da wie vor ein paar Stunden. Ja, es war ja leider nur ein ziemlicher Fail mit diesem, mit dieser Verpackung und dem Gebrösele. Aber ansonsten finde ich den auch ganz gut. Ich hätte mir halt wirklich mehr Pigmentierung von dem gewünscht, aber ich probiere einfach mal noch ein bisschen rum, ob der vielleicht besser pigmentiert ist, wenn man den feucht aufträgt. Und auch der High Shine Lippenstift bekommt von mir einen Daumen nach oben. Den trage ich jetzt nochmal auf.
weil der sich wirklich so richtig feuchtigkeitsspendend anfühlt. Und ja, der scheint eine sehr schöne Konsistenz zu haben. Ich hoffe, dieses Videoformat hat euch gefallen, auch mit dem Feedback jetzt noch am Ende. Lasst mir einen Kommentar da, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und über Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!